Seit dem 13. Jahrhundert gibt es die Fronleichnamsprozession in Oberbayern. Die Gemeinde Seehausen feiert diese besondere Form des Gottesdienstes auf Booten. Hier auf der Insel Wörth befinden sich die Reste einer der ältesten Kapellen Bayerns. Die Gläubigen kommen mit allem, was sie auf dem Wasser trägt. 9 Wochen nach dem Gründonnerstag tragen sie bei diesem kirchlichen Umzug die geweihte Hostie durchs Dorf und mit den Booten auf die Insel Wörth. Viele Zuschauer bestaunen den Kirchenzug. Traumhaft. Traumhaft und einfach erhebend, auch wirklich für die Seele und für das Herz. Hätte nicht schöner sein können. Es ist wirklich, dass mit allen Sinnen hier geglaubt werden kann. Glaube ist schön und man darf es wirklich überall sehen. Das, glaube ich, das macht es besonders aus. Die Seeprozession auf dem Staffelsee gibt es seit 1935.